Finn mag Lotte und Lotte mag Finn. Zu ihrem dritten Date schlägt Lotte Finn vor, tanzen zu gehen. Schlagartig wird Finn ganz still. Tanzen? Wie jeder, der nicht tanzen kann, zweifelt Finn am Sinn des Tanzens. Doch Lotte weiß Bescheid und erklärt es ihm. Im weitesten Sinne versteht man unter Tanzen einen Gefühlsausdruck, der in der Gruppe, als Paar oder auch ganz allein ausgeführt werden kann und in seinen frühesten Formen seit mindestens 4000 Jahren bezeugt ist. In den meisten Zivilisationen und Völkern ist der Tanz im Zusammenhang mit Ritualen, Gottesdiensten oder als integrierendes Element in der Gruppe entstanden. Wenn zum Beispiel ein Mitglied des Stammes ein gewisses Alter erreicht hat, tanzt die ganze Dorfgemeinschaft zusammen als Initiationsritus. Im Laufe der Zeit wandelten sich die Tänze. Ab der Renaissance kam in Europa zum Beispiel verstärkt der höfische Paartanz in Mode und damit die populäre Tanzform, die noch heute große Bedeutung hat. Schließlich würde Lotte Finn nicht unbedingt fragen, ob sie zusammen ein Regentanzritual durchführen wollen. Heute hat Tanz sehr viele unterschiedliche Bedeutungen. Neben den Ursprüngen in Ritualen und Bräuchen dient er als Kunstform, zum Beispiel beim Bühnentanz, als Leistungssport oder sogar als Therapieform zur psychotherapeutischen Behandlung. Beinahe untrennbar ist die Entwicklung des Tanzes mit der Entwicklung der Musik verbunden. Obwohl gerade im Zusammenhang mit Kunstformen wie dem modernen Ausdruckstanz diese enge Verbindung teilweise betont aufgehoben wird, finden die meisten Arten des Tanzes nur in Verbindung mit Musik statt. Und bestimmte Musikrichtungen wie Disco oder Tango gibt es nur, weil sie direkt als Tanzmusik konzipiert wurden. Als Lotte und Finn die Tanzfläche betreten, ist ihm das aber alles egal. Er hat noch immer Vorbehalte, aber die sind spätestens verflogen, als Lotte seine Hand ergreift und auf ihre Hüfte legt.